Assalamu alaikum, mein Name ist Tugay Sarraj und ich bin schwul. Und das sage ich heute ganz offen, ohne irgendein Problem. Aber früher war das ein großes Problem für mich. Ich habe mich mit meiner Homosexualität überhaupt nicht abfinden können, weil mir schon ganz früh beigebracht wurde, vor allem von meinem Vater, dass Homosexualität was Schlechtes ist. Ne, so Sachen wie, wenn ich einen Kinderwagen meiner Schwester mit anschieben wollte, hat er mir die Hand weggeklatscht und gesagt, hör auf, das ist schwul. Und hat mir Geschichten erzählt, wie er, da war ganz stolz drauf, wie er einen schwulen Jungen in seinem Fußballverein, in seiner Jugend, zusammengeschlagen hat mit den anderen. Und ja, ich weiß, ich nehme es ihm schon in gewisser Weise übel, aber ich liebe ihn trotzdem. Er war ein guter Vater, trotz allem. Aber es hat dazu geführt, dass ich mich selbst eben nicht akzeptiert habe, dass ich mich auch dem Islamismus zugewandt habe nach seinem Tod, weil ich dachte, hey, jetzt muss ich ihn ja stolz machen, ich muss mich vom Schwulsein heilen. Und dann war ich 6 Jahre lang fast, ja, islamistisch. Und das hat sich darin geäußert, dass ich natürlich einerseits die normalen Sachen gemacht habe, die praktizierende konservative Muslime machen, wie 5-mal am Tag beten, aber ich habe auch aufgehört, Frauen die Hände zu schütteln, mit Frauen zu reden. Ich habe sogar geschafft, in der 10. Klasse einen Gebetsraum in meiner Schule zu erkämpfen. Darauf war ich früher ganz stolz, das fand ich ganz toll. Und war dann so fast schon ein bisschen Schulimam, ehrlich gesagt. Und irgendwann nach diesen ganzen Jahren, wo ich immer noch schwul war, mich immer noch nicht heilen konnte, dachte ich, okay, irgendwas läuft schief. Entweder Gott liebt mich, wie ich bin, oder der Islam ist keine Religion für mich. Und das waren dann einige Monate, in denen ich nicht religiös war oder weniger religiös war. Und das war im gleichen Kontext mit der Gründung der Ibn Rushd Goethe-Moschee, in der wir gerade sind. Und da habe ich dann den Islam langsam von einer anderen Seite kennengelernt. Da gab es nämlich einen Vortrag von einem Imam, von einem schwulen Imam, über Homosexualität im Islam. Und das war der Punkt, wo ich mir dachte, hey, das passt ja doch gut zusammen. Und ich habe ja auch vorher gemerkt, dass irgendwas fehlt. Ja? Ich habe mich vom Islam abgewandt, aber ich bin jahrelang muslimisch gewesen, mein ganzes Leben. Ich kann das nicht einfach wegschmeißen. Und deswegen bin ich jetzt heute einfach offen schwuler Muslim und bin glücklich in der Ibn Rushd Goethe Moschee, weil hier Menschen sein können, wie sie sein wollen, wie sie sind. Und das macht mich glücklich. Ich glaube, ich bin glücklicher als je zuvor. Und um anderen Muslimen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, als schwule, lesbische Muslime, LGBT-Musliminnen, machen wir hier diese Arbeit und zeigen, dass es viele andere gibt. Und wir vernetzen Menschen miteinander. Wir haben einen Stammtisch, jeden Dienstag 20 Uhr, wenn ihr Bock habt, seid dabei. Ist halt in Berlin, ich weiß nicht, von wo ihr zuguckt. Kommt gerne dazu, schreibt uns einfach eine Nachricht und seid dabei. Es gibt viele von uns, ihr müsst euch nicht alleine fühlen und ihr könnt uns jederzeit schreiben. Assalamu alaikum. Ich bin sehr froh, wenn ihr hier seid. Muah.